Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung. Ich bin Jenny von Brettspielpanda und neben mir ist Joachim von Skellig Games. Und der hat eine ganze Menge Spiele mitgebracht. Drei. Ja, aber der Tisch ist voll. Der Tisch ist voll, ja. Genau. Und die Spiele sind noch nicht mal ganz aufgebaut. Das ist das Lustige. Also ich habe nur so Stichpunkte mitgebracht. Also ich habe einmal den Fall des Bergkönigs mitgebracht. Ich habe Powerplants mitgebracht. Und ich habe unsere Messenneuheit in Essen, Zwergendorf, von der Rita Model mitgebracht. Ah, cool. Ja, genau. Womit fangen wir an? Such dir eins aus. Powerplants. Liegt in der Mitte. Gut. Das Material sieht irgendwie schon mal genau. Ganz nice aus. Zum Material ist zu sagen, das ist noch der Prototyp. Wir haben hier so Acrylteilchen. Im Original sind das Pappteile. Ah, okay. Genau. Also das ist, beziehungsweise wenn ihr im Kickstarter wart, dann kriegt ihr auch coole Holzteile. Aber auch mit Pappe gut spielbar. Aber die Miepel sind aus Holz. Die Miepel sind aus Holz in beiden Versionen, genau. Was machen wir in Powerplants? In Powerplants sind wir Zauberer in einem magischen Garten. Und wir puzzeln alle zusammen diesen Garten zusammen. Das heißt letztendlich, du hast immer zwei Puzzleteile mit verschiedenen magischen Gewächsen vor dir. Hast du mal dieselben, kannst du einen austauschen mit der Bank auf der Seite. Und wenn du dran bist, musst du einfach überlegen, einfach ist gut, musst du überlegen, wo puzzle ich den an? Und du siehst hier auf diesen Karten, alle Pflanzen haben zwei Fähigkeiten. Die haben einmal eine Pflanzaktion, das heißt, wenn ich zum Beispiel hier dieses Honigblatt hier hinlege, kommen zwei Feen auf jedes andere drumherum. Wenn ich der rosane Spieler bin, nehme ich die weiße Fee weg, setze eine rosane drauf und hier genauso. Okay. Und da kämen dann noch zwei drauf. Du siehst, es ist kein friedliches Spiel, auch wenn die Grafik so schön ist, es hat einen Area-Control-Mechanismus. Mhm. Und das wäre jetzt nur die Hauptfähigkeit, also die Pflanzfähigkeit. Ich hätte mich jetzt auch entscheiden können, ich nehme die Wachsfähigkeit, dann wäre das so immer noch geblieben. Und dann muss ich gucken, was haben diese ganzen Fähigkeiten, also den hatte ich angelegt, da kommt immer der Zauberer drauf. Okay. Und dann wird geguckt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir legen den hier mal an, dann muss ich von denen die Wachsfähigkeiten machen. Das heißt, bei Grün ist die Wachsfähigkeit, ich lege irgendwo angrenzend zu dem Grünen, zu diesem Emberholz, lege ich zwei Punkte aufs Feld. Das macht das Ganze natürlich noch interessanter, später auf dieses Feld zu gehen, weil der Area-Control-Aspekt ist schon wichtig. Du möchtest halt möglichst große Felder basteln und möchtest viele von deinen Feen da drin haben. Okay, die Punkte da drauf, die Zahlen da drauf, sind das Punkte? Oder genau, das sind Punkte. Da? Genau. Okay. Und je größer die Felder werden, desto mehr Punkte hast du. Ja. Und du möchtest halt möglichst viele Felder haben mit Feen drinne, weil es wird halt geguckt, wer hat am Ende die meisten Feen in den Feldern und wer kriegt das Feld. Aber halt einfach nochmal zu dieser Pflanz und zu dieser Wachsfähigkeit. Es ist dann halt der Gedanke, entweder ich mache die Hauptfähigkeit von diesem Teil oder die Wachsfähigkeit von diesen drei Teilen. Mhm. Und da fängt es dann halt an, du hast jetzt hier eine Möglichkeit anzulegen, hier, 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 hier und hier. Das ist so die erste Überlegung und dann links oder rechts. Also es ist so ein Hirnzwirbler. Unser kanadischer Partnerverlag hat das als Kinderspiel verkauft. Okay. Und ich habe den Redakteur schon beim ersten Spielen gefragt, so sind eure Kinder einfach viel intelligenter? Oder wie soll das gehen? Weil mein Gehirn ist geplatzt beim ersten Mal. Und er hat gesagt, nee, mit Kindern am besten einfach nur mit der einen Fähigkeit spielen. Ah, okay. So zum Reinkommen und irgendwann klappt das dann auch mit der zweiten. Ich wollte gerade sagen, das Alter der Kinder ist wahrscheinlich auch entscheidend. Ne? Ja. Seid ihr irgendwie Fünfjährige oder Zwölfjährige? Nee, also hier steht schon plus 10 plus. Das muss auch mindestens sein, auch okay. für eine Fähigkeit nur. Wenn du sagst Hirnzwirbler, wie lange dauert so eine Partie? Partie dauert zwischen 30 und 40 Minuten und da ist eigentlich egal, ob das jetzt zwei oder fünf Spieler sind. Okay. Das geht immer recht gut aus. Es tut sich relativ viel und man spielt auch relativ, man kann viel planen, aber man spielt dann halt auch situativ, weil wenn der andere dir vorher die Feen alle vom Board schubst, dann musst du halt dagegen wieder irgendwie agieren. Es gibt noch mehr Pflanzen, also ich glaube bis zu 9 verschiedene. Und man spielt immer mit 5. Das sind die, die wir hier denn da genau, sehen. Okay. Genau. Okay. Und die haben halt auch teilweise zwei Fähigkeiten. Deshalb ist die Variabilität des Spiels enorm hoch. Okay, mit 2 bis 5 Spielern. Mit 2 bis 5 Spielern, genau. Das ist Powerplants. Nice. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und schieben wir das, an die Seite? Wir schieben das einfach mal so hier unter den Karton. So. Kommt hoffentlich auch zu Essen. Powerplants. Nice. So, gut. Dann machen wir doch mal mit dem hier weiter. Der Fall des Bergkönigs. Das Cover sieht schon echt cool aus. Genau. Der Fall des Bergkönigs. Wir gehen wieder ins Trollreich rein. Also da, wo die Trolle leben und in der Nacht kommen sie raus. Ja. Das ist die Vorgeschichte zum In der Halle des Bergkönigs. Ach, die Vorgeschichte, okay. Die Vorgeschichte. Genau, aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Es ist thematisch im selben Universum, von der Mechanik komplett anderes Spiel.
Dann also, berichte mal. Wir haben hier kein Puzzeln wie in der Halle, sondern wir haben ein Area-Defense-Spiel. Okay. Das heißt, die Geschichte ist so ein bisschen so, wir sind die Drolle, wir leben im Berg und haben da unsere Hallen gebaut, unsere Statuen aufgebaut. Und die Zwerge, die bösen Zwerge, planen eine Invasion. Und du siehst hier auf dem Spielfeld, das ist jetzt nur die Hälfte, also das ist mal das ganze Spielfeld. Ist auch doppelseitig bedruckt. Ist wieder doppelseitig, einmal für 2 bis 3 Spieler und einmal für 4 bis 5 Spieler. Genau. Okay. Genau. Und hier hast du die einzelnen Höhlen und in der Mitte sind die Hallen. Und letztendlich ist es so, du hast dann deine Trolle hier drin stehen, vereinzelt ein paar. Das hast du dir aber auf den Kopf gestellt. Genau. So, das sind die ganz normalen Trolle, die Champions schlafen noch. Die Champions sind in die Schwarzen? Oder? Nee, das sind die Zwerge. Die Champions sind in der Box. Okay. Kann ich nachher, wenn Zeit ist, noch rausholen. Okay. Aber zum Erklären brauchen wir die auch nicht. Es gibt Champions, die haben noch Special-Fähigkeiten. Die sind cool, die will man anwerben. Das sind dann solche. Das sind dann Trolle, die haben vorne so einen kleinen Holzniepel und da kann man dann die einzelnen Buchstaben, die mitbringen, draufschieben, um die einfach zu erkennen, wer welcher Champion ist. Zu dem Spiel, es ist ein bisschen so, die Zwerge stürmen in den Berg hinein. Ah, immer hier von den Eingängen, genau. Okay. Es gibt immer pro Runde, also das Spiel wird in 3 Wellen gespielt, also es gibt 3 Wellen, wo die Zwerge reinkommen. Auf den Karten steht dann orangener Eingang oder grüner Eingang oder so, das weiß man vorher nicht. Man kann im Laufe des Spiels rausfinden, das ist auch wichtig, weil du möchtest in diesem Spiel möglichst ruhmreich sterben. Du kannst der Zwergeninvasion eigentlich nicht entkommen, möchtest aber bei den anderen Clans, also beim Sumpfclan und beim Schattenclan und möglichst noch viel Ruhm mitnehmen, weil du bist der beste Troll. Du haust hier nochmal richtig rum, bevor die Zwerge alles vernichten. So. Genau. Interessant, du hast einmal hier diesen Defense-Aspekt, also du verteidigst das quasi gegen die Zwerge, stirbst, kriegst Ruhm. Wie funktioniert das Ganze? Also wie kriege ich hier Trolle drauf, wie kriege ich Zwerge drauf? Das ist irgendwie spannend. Fände ich auch cool, wenn das mal einer in die Kommentare schreibt, ob es das schon mal irgendwo in einem anderen Spiel gab. Du hast einen Aktionsauswahl-Puzzle-Mechanismus in diesem Spiel. Das heißt, es fängt an, jeder hat diese Karte am Anfang. Also jeder hat die gleiche. Jeder hat die gleiche und dann werden diese kleinen Teile gedraftet. Es gehen 4 rum immer und du hast am Ende der Runde dann 3 angepuzzelt und musst dir überlegen, wie bei solchen Puzzlespielen üblich, du überdeckst immer mindestens ein Teil. Hast aber eine Limitierung von 6x6 Teilen, also musst ein bisschen planen, wie du später die Teile haben möchtest. Okay, das heißt, wir haben eine Handkarte und dann geht es immer pro Spieler rum und dann... Genau, also ich würde das jetzt anlegen, dann würde ich die weitergeben, okay, dann würde ich die nächste Hand kriegen. Aber jeder hat sein eigenes. Genau, und jeder hat sein und dann würde jetzt wahrscheinlich das hier irgendwie... Genau. Wenn das jetzt also mein Tableau wäre. Genau, ne? Du musst die halt dann aber so legen, dass die immer nach oben zeigen. Ah, okay. Und das Spannende ist dann dran, wenn du am Zug bist, du hast in der ersten Runde hast du 6 Aktionen, in der zweiten Runde hast du nur 5 Aktionen. Also es wird pro Runde weniger, weil es ist eine Invasion, die Trolle erschöpfen. Und dein Tableau wird aber größer. Und das Spannende ist einfach, du machst entweder 2 schwache Aktionen in deinem Zug oder eine starke. 2 schwache wären zum Beispiel, ich greife einmal an die Zwerge oder ich versuche einmal Einfluss zu bekommen auf einer Trollkarte. Das wären 2 schwache. Oder ich mache eine starke. Und ich greife halt direkt 4-mal an. Ah, okay. Und schwach und stark ist dann über die Zahlen hier. Genau, beziehungsweise du zählst dann halt einfach zusammen. Du hättest jetzt hier 1 Angriff, 2 Angriff, und hier nochmal 4. Okay. Wenn das dann so liegt, könntest du in der nächsten Runde Einfluss generieren von 2, 3, 5. Okay. Also da, durch das, der da sitzt, verbindest du die anderen. Und so planst du halt dein Ding. Und dann gibt's halt auch so spannende Aktionen, wie hier zum Beispiel dieses Zwerg. Dann darfst du am Zwergenrad drehen. Und über das kannst du wiederum andere Aktionen einsetzen. Aber das triggert dann auch immer wieder neue Einfälle. Also es kommen immer noch wieder neue. Damit kannst du entweder die anderen so ein bisschen ärgern und denen ihre Strategie zerstören. Oder aber du kriegst halt richtig auf den Deckel und machst damit Punkte, einfach indem du ruhmreich stirbst. Genau. Okay. Was zu dem Puzzle-Aspekt noch zu sagen ist, hier gibt es noch so Runen. Das ist so eine Endbedingung, die kann ich nicht überpuzzeln. Die machen mir das Puzzle noch schwerer. Ah, okay. Dafür kriege ich dann aber für 2 Runen kriege ich 3 Punkte und für 3, 4 und so weiter. Also es gibt genau, okay, je mehr, ich glaube, wenn ich 6 habe, kriege ich irgendwie 14 Punkte. Ich möchte möglichst viel, aber sie behindern mich halt auch, weil ich sie auch nicht abdecken kann. Es sei denn, ich habe irgendwie eine Fähigkeit. Genau, das ist in der Halle des, das ist der Fall des Bergkönigs. Also der Vorgänger thematisch in der Halle des Bergkönigs, weil da baut man dann den Berg wieder auf. Genau. Ja, spannend. Sehr cool. Ich finde auch die Miepel echt...
diese kleinen Trolle. Ja, da sind ganz, ganz viele in der Box drin. Du kannst es auch mit 5 Leuten spielen. Mhm. Gibt auch einen Solo-Modus ab 14 Jahren circa und 30 Minuten pro Spieler. Ist definitiv ein Spiel. Einmal spielen mit der Gruppe und dann geht's richtig los. Okay. Weil du hast halt diesen Lerneffekt beim ersten Mal und dann hast du richtig Spaß bei dem Spiel. Ja, sehr cool. So, kommen wir zum letzten. Dann ist einfach mal an die Seite. Ja, als darüber. So. Aber wir wollten hier noch die Trolle fokussieren, gell? So, einmal. Ja, das, hat das geklappt? Hat das Technik? Nicht geklappt haben. Technik guckt traurig. Hm. Die Trolle waren zu schnell. Probier nochmal. Ja, es wirkt wahrscheinlich eher wie Konfetti oder wie Konfetti. So. Also man kann damit auch ein schönes Wurfspiel machen. So, Spaß beiseite. Okay. Kommen wir zum ernsten Teil des Lebens wieder. Schon wieder Zwerge. Zwerge, genau. Wir haben es dieses Jahr mit Zwergen. Zwergendorf von Rita Model. Aktuell das alles nur Prototypenmaterial noch. Kommt aber hoffentlich zur Messe an. Wird in Deutschland produziert. Es ist ein Zwergen-Zieh- und Zeichenspiel. Okay. Also wir haben wieder einen Draft-Mechanismus, das heißt, wir haben am Anfang drei verschiedene Blöcke, also drei Kartenstapel vor uns. Wir haben einmal Rohstoffe, wir haben einmal Baukarten und wir haben einmal Zielkarten. Okay. Siehst du jetzt nicht, musst du dir imaginär vorstellen. Ja. Davon ziehen wir uns dann halt jeweils eine Karte und dann draften wir wieder. Und was können wir dann machen? Wir haben dann zum Beispiel so eine Karte, die bringt uns 2 Bier oder ein Gold und bringt uns in der Produktionsphase, jede Maurer macht 1 teurer. Letztendlich funktioniert dann das so, du hast ein kleines Begleitdeck, das sagt dir quasi, was du in den einzelnen Phasen machen kannst. Wir starten in der Runde 1 mit einer Kartenphase, die sagt einfach, ziehe jede Karte von jedem Stapel, behalte eine, Rest nach links oder rechts geben. Und dann sieht das am Ende der Runde aus, dass du halt 2 Karten hier oben angelegt hast. So zum Beispiel könnte das sein. Dann zeichnest du ein, wir haben hier oben so ein kleines Register. Also wir würden jetzt sagen, okay, wir zeichnen die Münze ein, das ist eine Münze. Hier nehmen wir 2 Steine und hier unten nochmal 2 Bier. Okay, also oben und unten und dann aber jeweils dann oder ne? Genau. Und dann fangen wir an, das hier einzumalen. Es gibt diese Zielkarten, die bestimmen so ein bisschen, für was kriege ich am Ende Punkte. Es gibt Siegpunktkarten, die bestimmen noch im Spiel, für was ich Punkte kriege. Und dementsprechend plane ich das. Ich male jetzt hier einfach mal eine Münze rein. Das ist ein Gold, dann haben wir 2 Steine. Also die kann ich irgendwo reinmalen, die muss ich nicht angrenzen. Du kannst die überall reinmalen. Je nachdem, hier zum Beispiel brauchen wir für jedes zusammenhängende Set aus Minen und Schmieden. Das kommt später, erkläre ich später. Aber zum Beispiel brauchen wir für die Karte brauchen wir eine Stadtmauer mit 7 Zwergen drin und 4 Tavernen. Also aktuell zeichnen wir ja nur Rohstoffe ein. Wir müssen jetzt hier noch 2 Bier einzeichnen. Hast du eine Karte, die das Punkte bringt, machst du das natürlich der Karte entsprechend. Mhm. So. Spannende ist jetzt, das machen wir dreimal. Also dreimal kommt diese Kartenphase und dann kommt die erste Produktionsphase in Runde 4. Und dann wird geguckt, für jede Münze, die ich mir vorher eingezeichnet habe, darf ich jetzt noch einen Zwerg reinmalen. Okay. Das heißt, habe ich vorher 5 Münzen hier schon drin in den ersten 3 Kartenphasen, muss ich jetzt 5 weitere Zwerge reinmalen. Für jedes Holz mache ich eine Mine, für jeden Stein mache ich eine Mauer, also eine Mauer ist immer ein großes und damit plane ich dann halt diese Ziele. Aber ich übermale die nicht, also wenn ich nee, jetzt hier nee, die kommen zusätzlich ran, also wir machen das mal ganz einfach, für die Münze gibt es einen Zwerg, so schön hier. Und der darf auch wieder überall sich da in seinem Zwergendorf aufhalten? Genau, der darf auch überall, du musst nicht angrenzen, aber du guckst halt dann immer auf die Ziele, du kannst bis zu 4 von diesen Zwergenkarten haben, die dir Ziele geben. Und dementsprechend planst du dann. Also wir haben hier schon mal 2 Steine. Das heißt, in dieser ersten Produktionsphase würden wir auch 2 Mauern bekommen. Okay. In der nächsten Produktionsphase haben wir vielleicht schon 5 Steine. Dann kriegen wir nochmal 5 Mauern dazu. Mhm. Das ist so ein bisschen, es summiert sich zusammen. Vor allem gibt es dann hier auch noch die Schmiede und auch die Taverne. Die Taverne ist das größte Gebäude. Das nimmt halt einfach mal 4 Felder ein. Und wir hätten jetzt schon mit der Planung, würden wir gerade keine bauen, weil wir kein Holz haben. Mhm. Aber hätten wir jetzt schon 2 Holz, würden wir in der Produktionsphase schon 2 Tavernen einmalen. Also die sähe dann so aus. Oder schöner, weil das ist das Schöne, du kannst dich kreativ auch richtig austoben. Kannst da schöne Tavernen malen oder schöne Stadtmauern. Du musst halt einfach gucken, und da helfen dir dann auch solche Karten. Die machen die Produktion ein bisschen teurer, die werden dann hier nebengelegt. Und am Anfang der Produktionsphase kannst du überlegen, nutze ich die oder nutze ich sie nicht. Okay. Also zum Beispiel hier bräuchte ich für jede Mauer einen weiteren Stein.
Und gerade im Endgame, weil es gibt insgesamt 3 Produktionsphasen. Also nach der 4. hast du nochmal 2 Kartenphasen. Das heißt, du zeichnest nochmal 4 bis 6 Gegenstände ein, also Rohstoffe. Dann kommt die 2. Produktionsphase, wo nochmal alles produziert wird. Dann gibt es nochmal eine 3. Kartenphase, wo du nochmal was einzeichnest. Und dann produzierst du alles nochmal. Und da das musst wird du relativ so, schnell voll, glaube ich. Das wird relativ Board, schnell ne? voll. Du hast 2 Mittel. Du hast einmal das, um das so ein bisschen zu steuern. Und du hast hier auf der rechten Seite auch noch Bäume. Und dann kannst du sagen, okay, ich hau noch ein bisschen Wald weg, weil ich brauche hier noch Platz. Ja. Das heißt, du kreuzt den einfach durch. Beim ersten gibt es noch 0. Es gibt auch Karten, wo du dir hier noch Bäume einmalen kannst. Genau. Aber da musst du so ein bisschen haushalten. Und wem der Plan noch zu groß ist, auf unserer Seite haben wir dann auch noch 2 kleinere Plane. Okay. Beziehungsweise kannst du es dir auch selber machen, indem du dann hier einfach noch Wald einmalst. Mhm. Und dann hast du eine kleinere Lichtung oder noch eine kleinere Lichtung. Beziehungsweise kommen dann da auf die Homepage auch noch ein paar Pläne mehr. Wir haben so ein paar Ideen. Schneewittchen kommt ins Dorf. Ja. Da gibt es so eine kleine Extra-Mission. Da werden wir dann immer noch ein bisschen nachliefern. Ja, das ist Zwergendorf von Rita Model. Produziert in Deutschland. Deutsche Autorin, deutsche Grafikerin. Ja. Sehr cool. Denn hoffentlich zu essen auch da. Hoffentlich, ja. Also geplant ist es. Schauen wir mal. Ja, drücken wir die Daumen, dass alles klappt. Danke. Ja, danke, dass du da warst. Gerne. Jenny, war mir eine Freude. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.